Ja. Ah, probier mal. Der absolute Oberhammer. Mango, Ananas, Banane, Mandelmus. Und jetzt kommt der absolute Clou. Schuss Tonic Water. Voila. Für meinen Geschmack zu klebrig aufgesetzt. Völlig unglaubwürdig. Unglaubwürdig. Entschuldige, das finde ich gar nicht. Außerdem, wie bitte soll ein Cocktail unglaubwürdig sein? Stopp. Hildegrün. Hast du Tristans Blick gesehen? Dass er sauer auf dich ist, ist ja kein Geheimnis. Abhauen gilt jetzt nicht. Hey, Olli! Ach, gut, dass ihr kommt. Auch unbedingt euer Feedback zu meiner neuesten Cocktailkreation. Oh nein, nicht schon wieder. Doch, schon wieder. Tristan ist nämlich gerade keine besonders große Hilfe. Wenn irgendwas ist, ich bin im Lager. Ich mach mir mal einen Espresso, ja? Das ist echt ein Trauerspiel mit den Beinen. Es wird endlich Zeit, dass dieser Mann mal zuhört. Ja. Das habe ich auch schon versucht. Ja, bisher bin ich immer zu ihm durchgedrungen. Irgendwie. Ja, aber man kann ihn ja schlecht zwingen. Vielleicht doch. Was hat Tristan Mr. Cool hingeht? Ins Lager? Ja. Marlene? Was soll das? Wir müssen reden. Nein, das will ich nicht. Marlene, ich weiß, du stehst auf Drama, aber ich tue es nicht, okay? Dann hör mir zu. Kannst du bitte einfach akzeptieren, dass ich das nicht will? Nein, das kann ich nicht. Hör mit dem Scheiß auf und schließ jetzt endlich auf. Du kannst mich nicht zwingen, mir zuzuhören. Doch, das kann ich. Na toll, hast du ja super hingekriegt. Wie sieht's da unten aus? Uff, die Tür ist abgeschlossen. Tristan hat von drin irgendwas geschrien, dass der Schlüssel abgebrochen ist. Shit, und jetzt? Naja, ich habe gesagt, dass ich mich drum kümmern werde. Ja, und diese Schlüsseldienste, die brauchen ja so lange, um die beiden schön Zeit zu reden. Ja. Zu schade, dass ich leider schon los muss. Papa, was machst du denn hier? Hallo, Herr Wolf. Hallo. Ich war gerade in der Gegend. Ich dachte, ich könnte ein paar Worte mit Tristan wechseln. Er ist nicht zufällig da? Zufällig nicht. Nee, das ist ein Zufall. Ihr müsst ihn nicht decken. Ich weiß Bescheid. Ich will wirklich nur mit ihm reden. Du, nur reden. Glaubst du etwa, ich bin dazu nicht in der Lage? Doch. Wer, wenn nicht du? Ich muss bloß. Ciao. Ciao. Also, wo ist Tristan? Ist da irgendwas im Busch? Naja, ich würde nicht sagen, im Busch, eher im Lager. Wie bitte? Tristan ist eingeschlossen. Der Schlüssel ist abgebrochen. Was für ein Trottel. Also los, dann baue ich das Schloss auf und befreie das Bürschchen. Vielleicht sollten Sie ein bisschen damit warten. Worauf? Bis er Grünspann eingesetzt hat? Nein, Tristan ist nicht alleine da. Marlene ist bei ihm. Ach, zufällig auch eingesperrt. Ja. Ah, wie praktisch. Ich bin weiß Gott kein Beziehungsexperte. Aber mit dir, ich wusste das erste Mal, wie es sich anfühlt, jemanden richtig zu lieben. Ich war glücklich mit dir. Das kannst du wieder werden. Wie denn nicht? Ich kann dir einfach nicht mehr vertrauen. Ich habe ständig das Gefühl, dass es von allen Seiten Konkurrenten lauern. Und jetzt sind es auch noch Frauen. Aber ich liebe dich. Und wenn es irgendwas bringen würde, ich würde es den ganzen Tag wiederholen. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Es bringt aber nichts. Tristan, ich bin's. Und auch wenn ich riesengroßen Mist gebaut habe, bin ich immer noch die Marlene, die dich liebt. Du kannst mir vertrauen. Vertrau mir. Oh, die Rettung. Oh, sorry, das hat ein bisschen länger gedauert. Ja. Schlechte Nachricht, das Schloss ist nicht mehr zu reparieren. Gute Nachricht, die Tür wäre dann jetzt offen.
Und wir beide? Denkst du, das lässt sich noch reparieren? Ich hoffe es. Meine Frau sagt immer, ich soll mich in die Probleme meiner Töchter nicht einmischen. Aber sagen wir mal ehrlich, wenn wir uns nicht eingemischt hätten, dann würden die beiden da unten immer noch im Lager sitzen. Mhm. Oder was auch immer die da gemacht haben. Ah, wir haben die beiden gerettet, alles andere ist besser egal. Na gut, dann werde ich mal wieder nach Hause gehen und meiner Frau von unserer Heldentat berichten. Seien Sie nicht zu bescheiden. Keine Sorge. Tschüss. Tschüss. Nicht böse sein, aber ich habe versucht, deinem Schicksal etwas auf die Sprünge zu helfen. Vielleicht ist es mir ja gelungen. Schau mal auf die Glanz- und Gloria-Seite. Na, was kann ich euch servieren? Shampoos. Ja, warum nicht? Vielleicht doch besser was Warmes. War ein bisschen kühl da unten. Davon habe ich nicht so viel mitbekommen. Okay, also was jetzt? Shampoos. Ja. Olli? Was? Kann ich dir mal kurz was zeigen? Was gibt's denn? Komm mal. Ich war gerade auf der Seite von Glanz und Gloria. Mhm. Schau mal. Was gibt's denn da so Interessantes? Nichts. Die Glanz und Gloria schreibt nur mal wieder jede Menge Mist. Das ist ja nichts Neues. Über wen denn? Zeig mal her. Josie?